Ja, Sonntag, der 29. Oktober 2023, bei herrlichstem Bienenflug hier und schönstem Sonnenschein. Das ist ja außergewöhnlich. Heute mal goldener Oktober, ausnahmsweise auch in Schleswig-Holstein. Und damit herzlich willkommen, meine lieben Bienenfreunde, zu einem Praxisvideo hier auf nordbiene.de. Ja, ist es nicht schön, den Bienen zuzuschauen bei diesem schönen Bienenflug hier Ende Oktober, in den letzten Oktobertagen in Schleswig-Holstein. Einfach nur fantastisch, bei schönstem Sonnenschein hier. Ja, diese Gelegenheit möchte ich nutzen, um nochmal zu reflektieren, was brauchen Bienen eigentlich am allernötigsten? Das erst einmal Futter, ausreichend Futter. Ich sage ja immer seit Jahrzehnten schon, Bienen müssen im Futter schwimmen. Darum soll es heute aber nicht gehen. Das andere Element, was Bienen brauchen, das ist auf jeden Fall eine ausreichend wärmegedämmte Beute hier. Ja, Bienen brauchen Wärme. Die Bienen, die bilden ja einen Überorganismus, einen Superorganismus, daher auch die Bezeichnung der Bienen. Ein Warmblütler, will ich mal sagen, der genau wie wir Menschen eine warme Behausung braucht, um sich richtig und gut optimal hier entwickeln zu können. Die Bienen, die produzieren ja Wärme im Brutnest, das kann bis 35 Grad warm werden, aber auch sonst ist es im Bienenvolk angenehm warm. Unterhalb von 10 Grad Celsius erstarrt die Biene, von daher muss die Temperatur im Bienenvolk deutlich höher sein. Das betrifft natürlich erst recht die Entwicklung der jungen Brut und die Eilegetätigkeit der Königin, ebenso wie die Bautätigkeit der Bienen hier. Das Erfordernis einer äußerst warmhaltigen Beute predige ich jetzt schon seit Jahrzehnten meiner Imkerlaufbahn hier. Und ich freue mich ganz besonders, dass auch andere langsam auf diesen Zug aufspringen, dass auch andere langsam die Notwendigkeit einer wärmegedämmten Beute hier erkennen, was ja auch für uns Menschen gilt hier. Wir leben in wärmegedämmten Häusern, damit wir möglichst wenig Energie aufwenden müssen, um die Temperatur angenehm zu halten hier. Ja, und da schauen wir uns mal eine kurze Imkerszene an, eine kurze Videoszene hier zum Thema Warmhaltigkeit der Beuten. Und die Völker, die sitzen in hochisolierten Beuten hier. Dabei kommt es gar nicht so sehr auf das Material an. Den Bienen ist es letztendlich egal. Wichtig ist hier eine optimale Wärmedämmung. Eine Wärmedämmung, die davor schützt, dass die Wärme abstrahlt oder dass die Wärme durchgeht und das Volk somit kühlt, dem Volk somit Wärmeenergie entzieht. Das ist dann der Fall, wenn wir die Völker hier in einfachwandigen Holzbeuten sitzen haben, die vielleicht 18, 20 oder 22 mm stark sind. Wir erinnern uns, Styropor zum Beispiel hat einen siebenfach geringeren Wärmedurchgangswert als Holz. Von daher müsste eine Holzbeute ungefähr 35 cm stark sein, wenn sie ungefähr den Dämmfaktor einer Styroporbeute hier erreichen wollte. Ich habe ja auch viele Jahre Völker in Holzbeuten gehabt, in Holsterlandbeuten hier mit 22 mm Wandstärke aus Fichtenholz, glaube ich, war das. Mittlerweile bin ich wieder umgestiegen, schon wie 1979 damals angefangen, in Styroporbeuten, in hochisolierten, warmhaltigen Beuten hier. Der Unterschied in der Entwicklung der Völker ist hier ganz eindeutig. Vor allem im Frühjahr, wenn wir hier lange, kalte Witterungsbedingungen haben. März, April, Mai will es nicht wärmer werden hier. Es ist noch relativ kalt, Nachtfröste sind häufig. Manchmal gibt es im Mai auch noch Schneefall hier. Und der Raps blüht. Und die Völker, die wollen sich natürlich entwickeln. Und das tun sie auf jeden Fall viel besser in hochwärmegedämmten Beuten hier. Früher war das ganz ähnlich. Die Völker, die saßen in Korbbeuten, wie wir sie hier im Hintergrund sehen, in Bienenkörben, Lüneburger Stülper zum Beispiel. Da waren die Wände aus 7 cm starkem Stroh. Das ist auch ziemlich wärmedämmend hier. Heute sitzen die Völker in 5 cm starken Styroporbeuten. Und die Styroporbeute, die nimmt weltweit deutlich an Verbreitung zu. Wenn wir uns Nordeuropa anschauen, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark natürlich, England, aber auch Osteuropa, Polen, Tschechien, Slowakei, Ukraine, Russland, überall dort nehmen die Styroporbeuten ganz massiv zu. Das aus der Erkenntnis heraus, dass tatsächlich die Entwicklung der Völker in Styroporbeuten, in hochisolierten, wärmegedämmten Beuten
deutlich besser ist als bei Völkern, die in einfachwandigen Holzbeuten sitzen. Eine Erkenntnis, die sich erfreulicherweise hier auch in Deutschland mehr und mehr durchsetzt. In der Nordhälfte Deutschlands sitzen ungefähr 90, in Schleswig-Holstein sogar 95% aller Bienenvölker in Styroporbeuten, hier meistens in Segelbergerbeuten. Und das hat natürlich seinen Grund, nicht nur in dem dauernassen Klima, wo Holz sowieso verrotten würde hier, sondern auch eben in der Erforderlichkeit der Wärmedämmung, genau wie bei uns Menschen. Ja, bei uns Menschen ist es ja ganz ähnlich hier. Unsere neuen Wohnungen, Häuser, die werden natürlich selbstverständlich wärmegedämmt. Das ist gesetzlich sogar zwingend vorgeschrieben hier. Meistens erhalten die Häuser eine Außendämmung aus 30 bis 50 cm starken Styroporplatten. Seltener kommt eine Innenraumdämmung in Frage, aber die Außenhülle, das ist hier wichtig. Und in der Regel wird dort Styropor verwendet. Styropor ist der mit Abstand am häufigsten verwendete Dämmstoff hier für unsere Wohnung in Deutschland. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es sind mehrere hundert Millionen Tonnen Styropor, die jährlich in Deutschland hier im Häuserbau, in der Wohnungsdämmung, in der Temperaturdämmung verbaut werden. Genauso ist es bei den Bienen. Bienen brauchen Wärme. Die Wärmedämmung ist überaus wichtig, dass die Wärme im Bienenvolk bleibt. Mir würde im Leben zum Beispiel nicht einfallen, die Drahtböden offen zu lassen, überhaupt jemals Drahtböden zu verwenden hier, wo der eisige Ostwind nur so reinpfeift und den Bienen die nötige Wärme entzieht hier. Da ist es dann gar kein Wunder, dass die Völker klein bleiben, schwach bleiben, sich nicht richtig entwickeln, nicht in die Gänge kommen und auch wenig Honig produzieren hier. Ganz eindeutig, der Unterschied ist hier frappierend. Das Material zur Wärmedämmung, das ist hier, wie gesagt, völlig egal, den Imkern oder den Bienen völlig egal. In der Regel nutzen wir hier Styroporbeuten im Norden, weil Styropor ist günstig, immer verfügbar und es gibt eigentlich keinen besser wärmenden, isolierenden Stoff als Styropor. Ob es jetzt allerdings Styropor ist, Hartstyropor oder Styrodur oder Polyurethan, das ist dann völlig irrelevant, völlig unerheblich. Früher haben die Imker doppelwandige Außenwände genutzt mit einer Strohfüllung drin oder eben auch Bienenkörbe aus Stroh, den Karnitzkorb oder auch den Lüneburger Stülper. Und in Bienenhäusern, da standen die Bienenkästen dicht an dicht, ohne einen Luftzug dazwischen. So haben sich die Bienen en bloc komplett selber gegenseitig gewärmt hier. Auch eine Form der Wärmedämmung hier. Damals zum Beispiel im Blätterstock oder in der Hinterbehandlungsbeute, in der Normbeute in der DDR, im großen Block, im Bienenhaus oder auch im Wanderwagen hier. Oftmals wird ja behauptet, die Bienen, die beheizen gar nicht das Beuteninnere, sondern nur sich selber, nur ihre eigene Wintertraube, zum Beispiel im Winter. Stimmt das? Im Winter mag das ein bisschen stimmen. Dennoch hat natürlich auch die Bienentraube eine gewisse Wärmeabstrahlung und wenn sie spätestens dann anfängt zu brüten, dann produziert sie ja auch deutlich mehr Wärme, die auch die Wintertraube verlässt und sehr wohl natürlich in das Beuteninnere diffundiert. Viel wichtiger aber ist die Warmhaltigkeit der Beuten natürlich im Frühling. Wenn sich die Bienen aus der Wintertraube lösen, das Brutnest beginnen und das Brutnest auch ausweiten hier, da heizen die Bienen selbstverständlich das Beuteninnere. Und hier ist es von ausschlaggebender Wichtigkeit hier, dass die Beuten wärmegedämmt sind. Denn der Unterschied in der Entwicklung der Völker in Holzbeuten zu Styroporbeuten ist hier eindeutig. Probiert es mal aus. Ich habe es über viele Jahre, ja man kann sagen Jahrzehnte ausprobiert, immer mal wieder relativ viele Holzbeuten gehabt. Es gab sogar Zeiten, wo ich nur Holzbeuten hatte hier. Aber die meiste Zeit habe ich dann doch wieder in Styroporbeuten geimkert hier. Manch einer hat sich gewundert, warum steige ich eigentlich wieder von Dardant Holz einfachwandig zu Deutsch-Normalmaß im Styropormaß um zum Beispiel. Ne? Und von daher, ja, die Erfahrung hat es einfach gebracht. Wärmegedämmte Beuten sind eindeutig bienenfreundlicher, eindeutig wärmehaltiger als einfachwandige Holzbeuten, was sich in der Entwicklung der Bienen und in der Bienengesundheit auf jeden Fall hier bemerkbar macht. Ja, meine Lieben, von daher achtet bitte in der Liebe zu euren Bienen auf die Warmhaltigkeit der Beuten. Lasst die Bienen nicht frieren, weder im Sommer noch im Winter. Achtet darauf, dass die Bienen immer ihren Innenraum
selber temperieren können. Das können sie dann nämlich nicht, wenn wir den Boden aufreißen und den Gitterboden offen lassen. Damit nehmen wir den Bienen nämlich die Möglichkeit, ihren Innenraum selber zu klimatisieren. Und die Bienen, die können das. Das können sie schon seit 80 Millionen Jahren. Lasst die Fluglöcher nicht sperrangelweit offen. Reduziert sie auf das biologische Optimum. Das sind ungefähr 15 Quadratzentimeter Fluglochgröße. Alles andere darüber hinaus wäre schädlich. Die Bienen, die können ihren Innenraum klimatisieren, temperieren. Und das können sie aber nur dann, wenn wir nicht störend eingreifen. Offene Drahtböden genauso wie einfachwandiges Holz stehen der Temperatur oder der Temperiermöglichkeit der Bienen entgegen. Sie widerstreben dem Bienen. Den Bienen wird es hier unheimlich schwer gemacht, ihr Inneres zu temperieren. Erst recht natürlich, wenn wir offene Drahtböden verwenden hier. Das geht meiner Meinung nach überhaupt gar nicht. Die einzige Berechtigung, die offene Drahtböden haben, die sehe ich im Falle der Wanderung von Bienenvölkern. Da macht man natürlich unten die Schublade auf, dass die Bienen unten offenen Drahtboden haben, möglichst oben auch, wenn wir oben einen Gasedeckel haben, dass wir den auch aufmachen bei längeren Wanderungen zum Beispiel. Ansonsten sehe ich hier überhaupt gar keine Möglichkeit oder Erfordernis des Vorhandenseins von Drahtböden hier. Ja, meine Lieben, und wie immer gilt, nicht glauben, selber ausprobieren. Macht es mal, die Hälfte eurer Völker in einfachwandigen Holzbeuten mit offenem Drahtboden das ganze Jahr. Die anderen Völker schön eingepackt in hochisolierten Beuten, möglichst in Styropor mit komplett geschlossenem Boden. Ihr werdet den Unterschied merken, jeweils eine Gruppe bestehend aus 20 Völkern vielleicht jeweils. Da seht ihr den Unterschied ganz eindeutig. Niemals glauben, sondern selber ausprobieren hier. So, meine Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei nordbiene.de. Kanal abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Tschüss!